Yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hero Zero. Wir werden uns gleich das Ghostbusters-Kit kaufen. Allerdings wollen wir vorher natürlich noch meine Energie fertig spielen. Ich habe noch 35 Energie. Man sieht, ich werde damit auf jeden Fall Stufe 140. Und einige Leute haben gesagt, Darky, zeig doch mal, wie du Energie spielst. Wie schaffst du es denn, so ein hohes Level zu sein? Und weil ich ja vom Level her ganz gut dabei bin eigentlich, ne? Und das ist eigentlich ganz simpel. Und zwar achte ich darauf, dass ich immer pro Quest 600 EP bekommen, pro Minute, sagen wir so. Und hier gibt es nochmal gleich Erfahrung. Oh, da gibt es nochmal extra und dann sind wir auch schon Stufe 140. Ich rechne jetzt immer 600 EP und das heißt 3 Minuten mal 6 wären dann 1800. Da sind wir deutlich drüber. Dann kann ich diese Quest in Ruhe annehmen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. So. Dann hier 600, da sind wir noch leicht drunter, aber wenn man leicht drunter ist, dann nehme ich die noch an meistens, weil es dann nicht ganz so schlimm ist. Hier sind wir allerdings schon stark drunter und dann erneuere ich einfach die Missionen. Das kostet zwar relativ viele Donuts, aber das ist eigentlich der ganze Trick, weil viele halt gesagt haben, hey, Darky, wie machst du das, dass du so hoch bist? Das ist eigentlich der ganze Trick. Mehr steckt da nicht dahinter, einfach nur gute Quests anzunehmen. Und man sieht ja, es funktioniert ganz gut. Ich überlege gerade, ob wir uns jetzt sofort das Man in Black Kit, das Ghostbuster Kit kaufen oder noch warten, wenn wir Stufe 141 wären. Aber ich frage mich, wie sollen wir 141 werden? Da müssten wir jetzt Sondereinsätze noch ein paar schaffen. Dafür, es wird aber nicht reichen, da bin ich mir fast sicher, dass wir da nicht hinkommen an unser Wunschziel. Gut, dann macht jetzt auch eigentlich die restliche Energie, hebe ich mir mal noch auf. Man weiß ja nicht, was noch passiert. Mehr Energie habe ich eh nicht. Viele Donuts habe ich auch nicht mehr, muss ich auch noch aufladen. Hier könnte man eventuell den nächsten Gegner haben. Ach so, jetzt bin ich hier in meinem Konditionsgear. Jetzt schaffe ich ihn wahrscheinlich nicht. Und packen wir mal das normale Equipment rein. Das werde ich wahrscheinlich gleich alles verkaufen, wenn ich das Man in Black bzw. Ghostbusters Kit mir kaufe. Aber man sieht ja, hier müsste ich ja theoretisch den kompletten Spezialeinsatz fertig machen. Und ich schaffe ja noch nicht mal die nächsten hier. Wie soll ich denn den kompletten Spezialeinsatz schaffen, wenn ich nicht mal einen einzigen schaffe? Deswegen kaufen wir jetzt einfach das Man in Black Set. Und dazu geht man hier auf Secondhand Shop unter der Hand. Und dann sieht man eben die Sets, die es gibt. Hier Ghostbuster Set. Dann kann man hier auch Man in Black oder Zorro. Das ist aber alles das Gleiche. Das macht keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass bei Ghostbuster noch ein Begleiter gibt, der natürlich beim Set aber nicht dabei ist. So, wir kaufen uns das. Und während ich das jetzt bezahle, werde ich jetzt erstmal kurz pausieren. So, ich habe das Set nun bezahlt. Dann bekommt man hier eine Nachricht. Und zwar Gutschrift, komplettes Ghostbuster-Set. Und wir erinnern uns vielleicht, wie ich das Hero Zero, nee, wie ich das, wie hieß das nochmal? Man in Black Set gekauft habe. Da haben wir eine kleine Sequenz eingespielt. Aber jetzt erstmal hier, man sieht hier das komplette Programm. Überall richtig dickes Plus. Also die sind richtig, richtig gut, die Items. Und haben natürlich noch den Set-Bonus an sich. Holen wir uns ab und ziehen einfach mal alles an, ohne jetzt erstmal auf die Werte zu achten. Und dann. Okay, das reicht. ja, das ist noch relativ neu. Eine neue Waffe bräuchten wir eventuell. So, den ganzen Set-Schrott kann ich jetzt erstmal verkaufen, weil wir das jetzt aktuell gar nicht brauchen. Also, was will ich damit? Das ist alles so minus 80. Sieht man ja, minus 60. Das ist richtiger Schrott. Was ich brauche, ist noch eine Waffe, die meinem Level entspricht, weil meine Waffe schon, hier sieht man schon plus 39, obwohl es nicht mal episch ist. Und jetzt habe ich natürlich viel zu viel Kondition. Das heißt, ich muss jetzt erstmal alles ein bisschen umspülen, sozusagen, um da was Gutes rauszubekommen. Plus 80, achso, ich habe das falsche Pad drin. Das habe ich beim Leveln drin gehabt, um es halt zu leveln. Und da sind wir schon bei minus 50, das lohnt sich dann schon nicht mehr. Ja, nein, nein. Ich brauche vielleicht sogar noch eine bessere Waffe, ich weiß es noch nicht. Ne, plus 6 ist jetzt nicht gerade der Bringer. Minus 6 ist auch nicht gerade der Bringer. Das Set-Item ist auch nicht gerade der Bringer. Ja, wir nehmen einfach diese Waffe. Ist zwar jetzt nicht viel besser, aber ein bisschen besser nochmal. Und dann werde ich jetzt erstmal kurz alles umspülen, damit keine Kondition mehr drauf ist, weil Konditionen habe ich ja sowieso grundsätzlich so viel. Hier 15 Konditionen können wir noch durchgehen lassen. Da ist keine Kondi drauf.
Hier ist 92, weil ich Kondition natürlich extrem viel geskillt habe, um keine Quests zu verlieren. Deshalb brauche ich auf den Items keine Kondition. Und deshalb werde ich die Kondition jetzt wegschleudern sozusagen. Und da muss man halt ein paar Mal schleudern, bis halt einfach keine Kondition mehr drauf ist. Was dann genau drauf ist, ob da jetzt Kraft, Intuition oder Grips drauf ist, ist mir eigentlich egal. Hauptsache keine Kondition. Aber momentan wehrt sich das Set-Teil ziemlich. Da endlich ohne Kondition. Okay, hier ist 142, das muss auch weg. Weg damit. 51 ist mir noch zu viel. Das, oh, 16 ist okay. 16 kann man noch akzeptieren. 165 ist mir auch zu viel. Ja, so unter 20 kann ich's, könnte ich es noch akzeptieren. Alles, was drüber ist, ist einfach zu viel Kondition. Und vor allem, das sind ja dann auch verschwendete andere Werte. Das kommt ja noch dazu, dass man die anderen Werte im Endeffekt verschwendet. Weil man, wenn man, sagen wir mal, wenn da 50 Kondition drauf ist, die ich aber nicht benötige, weil was macht 50 Kondition, 500 Leben, toll, dann ist mir nichts. Aber wenn ich 50 Intuition zum Beispiel mehr habe, das würde man schon merken. So ist es natürlich ganz praktisch, wenn man am besten keine Kondition hat. So, ich schätze mal auch, dass die Wurfwaffen jetzt deutlich besser sein werden, oder? Nee. Obwohl ich jetzt noch ein bisschen gelevelt bin, dann ist das, was ich jetzt habe, wahrscheinlich ziemlich gut an Wurfwaffe. Ich dachte eigentlich, dass ich da noch deutlich besser komme, weil ich ja nochmal zwei Level gemacht habe. Das habe ich ja vor zwei Leveln gekauft, die alte Wurfwaffe. Und da waren die anscheinend ziemlich krass. Ah, hier haben wir eine plus 8. Das ist schon mal ganz nett. Ja, ich habe jetzt nochmal nach einer Waffe geguckt, aber da scheint nichts zu kommen, was mir irgendwie hilft. Waffe, Waffe, Waffe? Nö. Aber jetzt mach mal Sondereinsatz-Bashing. Jetzt müssten wir den ja locker easy vernichten. Schätze ich, hoffe ich, denke ich. Ja, das merkt man sofort, den Unterschied, wie leicht das jetzt ging. Warum habe ich, wenn jetzt viele sagen, Dagi, warum kaufst du dir Ghostbuster auf Level 140? Das ist doch voll für den Arsch. Ja, die Sache ist, natürlich, dieses Set levelt ja nicht mit, sondern die Werte bleiben. Und die Werte sind aber extrem krass. Die sind ungefähr auf dem Stand von 5 Level höher, würde ich fast sagen. Also auf dem 145er. Heißt, wenn ich mit 145 mir ein Set erblättern würde, komplett, dann wäre das ungefähr so stark wie das hier. Allerdings kann man das ja dann sogar noch länger benutzen. Also ich werde das ungefähr bis Stufe 160 benutzen können. Heißt so die nächsten 5 Tage, 5, 6 Tage, vielleicht eine Woche, ich weiß es nicht. Aber so gesehen kann man das schon sehr lange benutzen. Also auch auf 140 ist es jetzt nicht ganz sinnlos. Was sinnlos ist, was einige gemacht haben, am ersten Tag sich so ein Ding zu kaufen, das ist sinnlos, weil am nächsten Tag braucht man es halt dann wirklich schon nicht mehr. Und ja, so ist das nun mal. So, da ist nur Müll drin, Alter. Warum kaufe ich mir diesen Scheiß überhaupt? Okay, das können wir verkaufen. Was ich jetzt wieder machen wollte, ist Kondigear anlegen, den Dungeon angreifen, beziehungsweise den Sondereinsatz angreifen, damit er angeschwächt ist. So schaffen wir vielleicht heute sogar den vielleicht sogar schon fertig. Das weiß ich nicht. So, packen wir das wieder drin. Das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Und das rein. Sondereinsatz. So, mal gucken, schaffen wir den auch noch? Ja, auch locker easy. Weggesnickt. Sehr schön. Das können wir verkaufen. Und dann wieder das gleiche wie eben. Umziehen. Für die, die sich jetzt fragen, Daki, warum machst du das mit dem Umziehen? Ich habe es zwar schon 82 Mal erklärt, aber es wird trotzdem wieder unter dem Video gefragt. Das ist ganz einfach. Die Sondereinsätze passen sich an die eigenen Werte an. Er hat zum Beispiel einen gesamten Skillpool von, nehmen wir mal an, 6.000 oder der hat mehr als mehr. Der hat fast 10.000 sogar schon. Oder sind sogar ungefähr 10.000. Also sagen wir mal, er hat ungefähr 10.000 als Gesamtwert. Und die teilt er eben anhand meiner Werte auf. Also wenn man jetzt guckt, ich habe jetzt extrem viel Kondi, dadurch hat er auch extrem viel Kondition. Er teilt halt seine Werte meinen Werten, passt er die halt an, sozusagen. Und das bleibt aber so. Und Kondition ist halt nicht wirklich gut als Wert. Das heißt, wenn ich jetzt mein normales Equipment reinpacke, dann hat er immer noch die alten Werte. Wir sehen uns das jetzt gleich mal an. Er hat immer noch die alten Werte, aber ich habe jetzt meine guten Werte, sage ich jetzt mal. Oh, und den schaffen wir nicht beim ersten Versuch. Das heißt, dass es heute wahrscheinlich doch noch relativ schwierig werden könnte, voranzukommen. Plus 5 sogar. Aber da ist jetzt Kondition drauf. Das müsste ich jetzt extra wieder weg. Das müsste ich jetzt extra wieder Ding. Ich wollte ja eigentlich noch hier was erblättern, aber es kommt ja nichts. Kommt kein. Ah ja, doch da. Plus 8. Naja, gut. Plus 8 nehmen wir. Plus 8 ist besser als gar nichts. Und eine Waffe hätte ich eigentlich auch gerne, eine epische. Aber eine epische Waffe will einfach nicht kommen. Den das Box-Ding kaufe ich mir jetzt mal nicht, weil da eh wieder nur irgendein Set-Scheiß drin ist. Und den brauche ich ja aktuell nicht, diesen Set-Scheiß. Na, das Epische kaufe ich mir trotzdem. Na? Danke. Oh, da ist sogar eine Waffe drin.
Nee, das ist keine Waffe. Scheiße. Aber ein Hund ist drin. Der bringt 45.000 und hat schlechte Dinger. Schlechte Fähigkeiten. Deswegen verkaufe ich Stehen. Ja. Gut, dann packen wir wieder wie immer das Konditionsgear rein. Ich hoffe, dass wir den Sondereinsatz schaffen. Das wäre echt geil. Konditionsgear ist drin. Waffe noch raus. Ja, kann man auch rauspacken. Macht aber keinen großen Unterschied. So, der vorletzte. Bodyguard. Bin ich ja mal gespannt. Aber wenn wir den noch schaffen, wäre das echt gut. Dann sind wir nämlich beim letzten Gegner und dann aber wird es schwierig werden. Eventuell muss ich mir dann tatsächlich noch eine neue Waffe erblättern. Ich habe aber nur noch 67 Donuts. Ich werde zwar nochmal welche aufladen heute, logischerweise. Allerdings, naja, ist das nicht ganz optimal, sage ich mal. So, den haben wir auch noch vernichtet. Der gibt uns eine PSP, so sah das zumindest aus. Ist das eine PSP? Handheld mit 3D-Grafik und Stereo-Sound. Naja, so kann man auch Werbung vertuschen. Oh Mann, ich will einfach eine Waffe. Eine epische Waffe. Ist das denn so schwer, mir eine epische Waffe zu geben? Mann, ich will eine epische Waffe. Wir werden den letzten Gegner wahrscheinlich nicht schaffen, schätze ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich schätze nicht, dass wir den schaffen. Weil der natürlich gleich nochmal 5 Level höher ist als der vorletzte. So, wir könnten sogar den Begleiter kurz. Ah, nein, 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 nein. Ich hätte ihn fast freigelassen, Alter. Das wäre ziemlich dumm gewesen. So, dann habe ich noch weniger Werte. So, und jetzt der Boss. Wer ist das? Der Obst wendet. Hä? Der heißt Obst? Obst. Oberster Bärtiger. Okay. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir wirklich uns so krass aufbessern, wie nur irgendwie möglich. Ich habe auch extra mit dem Skillen gewartet auf jetzt. Weil jetzt verbessert er sich nicht mehr, der Gegner. Aber ich kann meine Skills jetzt noch verbessern. Genau das mache ich jetzt auch einfach mal. So, wir skillen einfach Intuition, weil es eigentlich ein ziemlich krasser Wert ist und der gerade sehr niedrig ist. Aufgrund, naja, weil ich ein bisschen Pech hatte mit dem Spülen. Beziehungsweise mit dem, wie heißt das nochmal? Um seine Attribute. Beim Attribute neu verteilen halt eben. So. Trainingseinheiten habe ich nichts mehr. So, das heißt, wir müssen jetzt diesen. Oh. Mit Haustier am besten, weil ohne Haustier werden wir ihn auf gar keinen Fall schaffen. So, und wenn wir den schaffen, das wäre richtig pornohaft, Alter. Ja, aber 6000 ist schon mal gar nicht so schlecht. Der erste Versuch war akzeptabel. Auch der zweite Versuch war akzeptabel. Oh, der hat seine Werte neu angepasst. Habe ich den überhaupt mit Konditionsgear angegriffen? Ich habe den, glaube ich, nicht mit Konditionsgear angegriffen. Ah, bin ich dämlich. Habe ich den mit Konditionsgear angegriffen? Doch, habe ich doch. Habe ich, oder? Dachte ich schon, dass ich habe. Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen Glück haben, ne? Gegen den Oberst Bärtigen, den zu schaffen, wird nicht leicht werden. Vor allem jetzt haben wir das Ghostbuster-Set noch dazu. Das heißt, mein Equipment wird so schnell sich nicht aufbessern. Außer ich bekomme endlich eine geile Waffe. Das hier wäre eine geile Waffe. Plus 19. Das Problem ist, dass ich dazu den ja erstmal legen müsste. Könnte ich die Waffe mir vielleicht kurz ausleihen und dich dann damit töten? Wäre das möglich, Oberst Bärtiger? Ich weiß es nicht. Denke nicht, dass wir den schaffen. Aber wir können ja noch die letzten Versuche machen, bis ich keine Pilze, ich wieder Donuts mehr habe. Oder wir versuchen nochmal kurz zu blättern. Wie gesagt, eine epische Waffe wird halt wird um einiges was bringen, sagen wir mal so. Ich habe den, glaube ich, nicht mit Konditionsgear gegriffen, ey. Mann, ich bin mir nicht sicher, aber so, alle Donuts weg. Dann kann ich in diesem Video nicht mehr viel machen. Wir können noch ein Duell machen gegen das Phil. Und ansonsten war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid demnächst auch wieder dabei, wenn ich wieder ein Video mache. Und ja, danke und auf Wiedersehen. Tschüss.